Ragnar hoch über uns gekommen. Das ist doch nur ein Turm. Wir sollten alle Krieger versammeln und uns den Ruhm sichern. Und wie die anderen verschwinden? Sieh an, ein Hexer. Hey, Hexer! Ja, was ist denn hier los? Was gibt's denn? Ich habe eine Aufgabe für dich. Aber wir müssen nicht im Regen stehen. Wir können zu mir gehen und dort reden. Von mir aus? Ich bin gerade hier angekommen. Könnte was zu trinken vertragen. Worum geht's eigentlich? Siehst du die Anhöhe hinter dem Dorf? Jahrhundertelang war dort nichts. Bis wir eines Tages erwachten und bumm, stand da der Turm. Nett. Und plötzlich schlugen Blitze ein, als ob die Nagelfahr angesegelt käme. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Heißt hier Scheißwetter seit... Jemand muss was gegen den immer? Sturm machen. Bei den Wellen können wir nicht zum Fischen oder Plündern raussegeln. Habt ihr versucht, ins Innere des Turms zu gelangen? Ob wir es versucht haben? Noch an dem Morgen, als der Turm aufgetaucht ist. Wir sind alle losgezogen, das ganze Dorf. Wir wollten den Besitzer begrüßen, sollte er friedliche Absichten haben. Oder vertreiben, hätte er Böses im Sinn gehabt. Wir haben geklopft und gepocht, aber niemand kam. Also haben wir die Tür geöffnet. Und unsere Knie sind weich geworden. Warum? Hinter der Tür war eine Fläche aus Wasser, aber aufrecht. Sowas hatte ich im Leben noch nicht gesehen. Der Druide hat gesagt, das wäre Magie. Er ist mit 5 tapferen Kerlen reinmarschiert. Seitdem kein Zeichen von ihm. Das muss ich mir ansehen. Gut, ich werf mal einen Blick hinein. Wenn du drin bist, zieh dich bitte nach dem Druiden und den 5 Männern aus unserem Dorf um. Wäre schade, sie zu verlieren. Du hast mein Wort. Möge Hemdal dich führen. Wer auch immer. Aber wenn die jetzt schon so lange da drin sind, ich hab da relativ wenig, das müssen wir auch irgendwann später machen. Ich habe da relativ wenig Hoffnung, dass wir die lebend da rauskriegen. Naja. Entschuldigung. Wo wird sich hier geprügelt? Nee, schon wieder Regen? Da oben. Was für ein Sturm. Sieh an, wen sehe ich denn da? Einen Herausforderer für Olaf. Ja, von mir aus. Wer ist Olaf? Du musst gegen Olaf kämpfen. Er hat lange auf einen würdigen Gegner gewartet. Okay, aber... Diese Wettkämpfe finden sonst auf der Straße statt, höchstens in Tavernen. Ihr habt hier eine richtige Arena dafür. Errichtet dank Birna Brans Großzügigkeit, die ihre Juwelen gespendet hat. Interessant. Wo ist Olaf? Er zeigt sich, sobald es einen Herausforderer gibt. Na gut. Ich kämpfe gegen Olaf. Der Faustkampf ist eine Tradition in Skellige. Und hier auf Arnskellig ist sie absolut heilig. Okay. Was ist an eurer Tradition so besonders? Einst lebte ein Krieger namens Duns Ursus auf Arnskellig. Er bekämpfte die Monster mit bloßen Händen. Der Wettkampf findet ihm zu Ehren statt. Ich werde kämpfen, als ginge es um Leben und Tod. Wie ist dein Name? Geralt von Riva. Geralt von Riva, tritt ein in die Arena. Siegst du, hast du die Ehre, gegen den Meister der Meister antreten zu dürfen. Wir haben diese Fest am Helm. Und dann... Bin ich jetzt... Okay. Ich dachte, er könnte eventuell über... Ja, gut. Nehme ich halt die Tür. Ich wollte einen coolen Auftritt hinlegen, aber hat nicht so gut funktioniert. Alles klar. So, wo komme ich denn hier rein? Von der Seite komme ich rein. So. Kämpfen ist unsere heilige Tradition. Das Blut, das in dieser Arena vergossen wird, bezeugt die Stärke des Clans. Der heutige Sieger ist der neue Meister. Doch ein Held ist bereits, wer sich dem Kampf stellt.
Oh, what the fuck. Scheiße. Ach so, Olaf ist ein Bär. Das ist ja... Immer, nicht gut. Immer auf die Schnauze. Du hast Olaf besiegt. Knackiger Kampf. Und jetzt? Gibt es noch jemanden, gegen den ich kämpfen kann? Du hast alle Kämpfer in Skellige besiegt. Damit bist du der Meister der Inseln. Du kannst stolz auf dich sein, mein Freund. Nice. Ich hab dich beobachtet. Du hast großes Potenzial. Kannst du dir vorstellen, Amateurkämpfer abzulegen? Als Profikämpfer anzutreten vielleicht? Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Ich suche jemanden, der das Zeug dazu hat, den Meister der Meister von seinem Thron zu stoßen. Ein gewisser Skelliger hat den Titel inne. Ich bin sicher, nur du kannst es mit ihm aufnehmen. Frage dich selbst, bin ich Manns genug, nach Skellige zu segeln, um den Meister der Meister herauszufordern? Ich kann es auf jeden Fall versuchen. Sehr gut. Auf der Insel Spiekeroog gibt es eine Arena. Dort kämpft der Meister der Meister. Ich lasse ihnen ausrichten, dass du auf dem Weg bist, um ihn herauszufordern. Leb wohl. Mhm. Oh, Schlägertyp. Meister der Meister. Mysteriös. Bestimmt wieder irgendwen, den man kennt. Das ist in Spiekeroog. Ja, da waren wir schon mal. Mensch. Nur so weit außen. Ist das ein Dorf? So, haben wir hier noch auf der Insel, haben wir hier noch Fragezeichen. So, dann nehmen wir nämlich, nehmen uns die gerade nochmal vor. Die Insel ist ja nicht groß. Oh, die Insel ist ja nicht groß. Da kann man mal eben hinlaufen. Questlog. Ach. Spinnengetier. Dim, 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 dim. So, versteckter Schatz. Das ist schon mal schlecht. Die Frachtliste. 4 Fässer Salzheringe, 8 Fässer Trinkwasser, 3 Fässer Wodka, 5 Fässer Waltran, 4 Rollen Pelz und Hasenfell, eine Truhe mit verschiedenen Kostbarkeiten, im Wert von insgesamt 1000 nilfgaardischen Florin. Die Truhe ist versiegelt. Falls das Siegel bei Übergabe zerbrochen ist, erfolgt keine Bezahlung. Die erfolgt wahrscheinlich sowieso nicht, weil hier alles kaputt ist. Na, guck mal. Also. Halt. Ist hier irgendwas? Oder war es das schon am Schatz? Ist das eine eigene Quest gewesen? Aufträge. Meister der Meister. Stufe 11. Gottchen. Betritt den Turm. Aufträge. Schatz suchen. Nilfgaardischer Schatz. Aha, da vorne. Siehst du mal. Siehst du mal. So, da. Einmal alles mitnehmen. So. Hätten wir das. Müssten wir nun nach dort.
Sag mir nicht, was ich tun kann und was nicht. Ein paar hundert Schritte hier lang. Ich sammle ja nicht mal mehr diese Sachen ein. Das ist. Ach. Genau, hier komme ich weg. Ich konnte hier am Außen rumgehen, ne? Genau, dann können wir uns ein bisschen die Gegend angucken. Gehen wir hier am Außen rum. Und hier los. Guck mal. So. War der Trollleber bei? Höhlentrollleber. Noch gefehlt. Kann ich die zufällig jetzt mal eben verwerten? Höhlentrollleber brauchte ich für Reliktöl. Genau, verbessertes Reliktöl. Nice. Haben wir das jetzt auch. Sehr gut. So, hier wurde irgendwer überfallen. Ist ja irgendwas Cooles? Sieht jetzt nicht so übercool aus. Dann bin ich mir am Weg. Ja, die Herrschaften hier konnte ich leider nicht retten. Was ist denn hier? Stehen gerade. So. Ach, hier ist die. Ah, okay. Aha. Haben sie hier den Bären bewacht oder wie? Oder wo oder was? Ich speichere natürlich nochmal ab. Hier kommt man nicht unbedingt durch. Kommt man hier irgendwie hoch oder rüber? Überhaupt irgendwie lang? Da kommst du auf jeden Fall schon mal rüber. Frage ist, wo kommst du hin? Oh, aha! Gerald von Riva, der Freeclimber. Was haben wir hier? Das sieht doch alles erstmal äußerst verdächtig aus. What the fuck? Will ich wissen, was hier abgeht? Oh. Ballade von Teuer dem Roten. Hässlicher Bastard. Das ist schon mal schlecht. So, eine lustige Ballade haben wir gefunden. Leute, hört, ich will euch singen und zu manchen Kunde bringen. Es war ein Jahr, ein tapferer Recke, er schlug die Feinde gleich am Flecke. Niemand wollte ihn der Mut verlassen, mit Jarl Teugier war nicht zu spaßen.
Die Inseln, die waren ihm viel zu klein. Und darum fuhr er in die Alba ein. Nicht lang und er stand vor den goldenen Türmen, die ließ er erbeben. Die Stadt ließ er stürmen. Doch Nilfgaard, das wusste sich trefflich zu wehren. Es ließ dem Jarl Mörder als Mannen bescheren. Es lockten mit Reichtum die Nilfgaarder dann nach Skellig zu manchen Verbrecher heran. Gegürtet zur Schlacht stand der Jarl wohl im Fort, doch Nilfgaard ist ehrlos wie Dämon und Chord. Sie richteten auf das Fort ihr Katapult. Die Wände zerbarsten, es kam zum Tumult. Ein Trümmermeer schluckte die edelsten Leut und viele der Namen, die kennt man noch heut. Tore von Dovre, der schlummernde Bärt und der Wächter des Jarls, der Hexer Gerd. Hexer Gerd? Hexer Gerd? Hexer? Was? Was? Wo? Wo? Der hat doch bestimmt Zeug hier gelassen. Achso, kann ich es nicht aufmachen? Kann ich hier überhaupt irgendwas aufmachen? Alles abgeschlossen. Ich möchte mehr über den Hexer Gerd erfahren. Ist der hier irgendwo eingekerkert? Wobei ich sagen muss, die Leiche da sieht doch relativ frisch aus, oder? Täuscht das. Kommst du von irgendwo rein? Hallo? Guck mal, hier ist eine Kiste. Runstein. Runstein. Hebel. Oh, toll. Oh, das ist immer toll. Da freue ich mich. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. So. Das war Hintertor Nummer 1. Ja, komm mal ran. So, das dazu. Bist du vielleicht der Hexer Gerd? Nö. Aber cooles Zeug dabei. Das nehme ich doch gerne mit. Hier noch was von Wert? Irgendwas von Wert oder was vom Hexer namens Gerd? Wäre schön, wenn ihr mir was beschert. Außer eine tote Frau, die dort niederliegt. Ja, GG. Das hat ja wundervoll funktioniert. Wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Ich wollte doch nur mal eben ein Fragezeichen abklappern gehen. Verdammt nochmal. Bin ich wieder irgendwo gelandet? Ja. Komm mal ran. Führ aber nicht nett. Komm her. Verdammt. Ja. Gib dir gleich. Unwirsch. Ich suche hier immer noch Sachen. Sag mal, wie viel sind da noch? Jetzt immer so eine Olle nach, wenn ich hier weggehe. Ist hier noch irgendwas? Das sieht nicht so aus. Kommt jetzt nochmal. Dann kündige ich. Mal geht's noch hier hoch. Da hinten geht's noch runter. Na gut, funktioniert. Ja. Na also. So. Oh toll. Ich weiß es schon. Hallo Gesellschaft. Hallo? Ich dachte, ich kriege jetzt Gesellschaft. Naja. Bestimmt, wenn ich an der Kiste dran war. Ballade von Gerd dem Hexer.
Chroniken des Clans Torgia. Bärenrüstung, Bärenstiefel, Bärenhandschuhe, Bärenhose. Ein Mann, dem der Tod keine Aufregung wehrt. Von solch Holz geschnitzt war der Hexer Gerd. Verfolgt von Gestalten, die durch und durch schlecht, so schlug er auf Arzgeleg das letzte Gefecht. Und gar nicht mal schlecht. So wie er dort eintraf, umfing ihn Geschrei. Zu Hilfe, ein Drache, ist alles vorbei. Da fasste auf treffliche Art er die Kling, brach auf und erschlug das Vieh, von dem ich sing und Kunde euch bring. Doch wilder als Wölfe verfolgten ihn die finsteren Feinde mit finsterem Sinn. Im Schutze der Dunkelheit schlugen sie zu, doch waren sie selber Opfer im Nu. Da war endlich Ruhe. Der Hexer, er tritt zwischen Monster und Leut, und damit verbringt er erhebliche Zeit. Er wehrte sich die Reden vom Clan Tuisearch, so, ab, er stieg in die Höhe Melusines hinab. Doch dann wurde es knapp. Fehlendes Fragment, ne? Es kehrte Jarl Torgia voll Stolzes zurück. Ein Freund wohl wie dieser, ja, das ist ein Glück. Was hat ein Jarl Freude, wenn er einmal fort, und bei seiner Rückkehr ist alles am Ort. Dank hexerischem Sport. Ah ja. Chroniken des Clans. Und es erhob sich große Achtung. Vielleicht irgendwann später mal. Kann ich hier noch was anderes finden? Hallo? Schatzsuche Bebenschonrüstung. Ah! Nice. Da fehlen noch welche. Fort Etnie. Und die Höhle der Sirenen. Kriegen. Nice. Da können wir direkt aufstufen auf. Was weiß ich. Wenn wir erst so spät kriegen. Ist die bestimmt nicht schlecht. Handwerk. So. Bärenhandschuhe. Stufe 20. Minus 6. Dafür die Verbesserten wahrscheinlich schon, haben die Verbesserten überhaupt? Bärenhandschuhe? Verbesserte Bärenhandschuhe haben wir gar nicht. Meisterlich, die haben wir. Okay. Verbesserte Überlegene? Na gut. Hat wahrscheinlich auch noch alles seine Bewandtnis. Nun gut. Wo soll das sein? Ist das hier am Orte? Ne, es ist ein bisschen weiter weg. So, wir müssen noch rausfinden, was da ist. Was da ist und was da ist. Gut, gehen wir. Ja, das war so klar. Das war so vorhersehbar. Na komm. Kommst du her? Bist festgebackt? Ja, klar. Na halt, komm alle hier rein. So. Aus, Ende. Fertig. Ist ja nett. Okay, dann kommen wir hier raus. Wo sind wir jetzt? Hat aber auch reingekommen. Okay. So. Und angeblich hier hinter. Das heißt, ich müsste jetzt hier durch. Ne, da komme ich ja gar nicht rum. Um hier irgendwo drauf zu steigen. Siehst du, man kann ja auch ein bisschen klettern. Nö, da kann man auch mal runterfallen. So. Kann man gucken. Boah, Alter. Kommt man da hoch? Jawohl. Na. Springer hoch. Dann hier. Hallo? Wohnt hier jemand?
komischen Leute. Nö. No. Ort der Macht. Aha. Ort der Klettermacht, oder wie? Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Irgendwas Zahn. Aha. Guck mal, hier liegt auch noch was. Aschenrune. Sagt mir nix. Was ist das hier? Zeichen, dass die Prüfung zu fix abgeschlossen wurde. Och. Das ist ja nett. Achso. Gut halten wir gelernt sein. So, Fähigkeitenpunkt erhalten. Erstmal speichern. Erstmal speichern. Speichern! Also. So, und zu guter Letzt auf dieser Insel. Gehen wir nochmal hier hin. Jetzt kann ich hier easy runterlaufen, oder wie? Also ich kann hier runter sliden. Oh, das ist ja geil. Juhu! Das ist ja mega. Mega. Was ist das denn hier? Eine Höhle. Och. Feuer entfachen, hallo. So. Ich kann. Es klingt nach einem Genius. Oder einem Eisriesen. Irgendwas Primitives. Wenn ich jetzt. Junge, Junge, wie weit ist denn das? Wollte schon sagen, so langsam würde ich ja gerne mal irgendwo ankommen. Das klingt ja sehr nett. Ach, Gargoyle. Oh, oder mehrere. Ja, ich geh mal kurz baden. Junge, 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 Junge. Verbessertes Reliktöl. Was haben wir denn? Brinöl. Reliktöl. Außerdem. Machbarer Volt, ich snack erstmal was. So. So. Genau. Ich bin gerade ein bisschen. Ich habe momentan ein bisschen Respekt. Was ist das? Irgendwo. Ich markiere mich mal hier. So normal kommst du, glaube ich, gar nicht hoch, ne? Nö. Gut, soll mich nicht weiter interessieren. Ich gehe wieder auf Tauchstation. Gucken, wo wir da rauskommen.
Bestimmt irgendwo auf der anderen Seite der Insel. Ist das hier schon eine Oberfläche? Ah, jawohl. Hallo? Hallo, kann ich hier hoch? Hallo? Aha. So, hallo, irgendwie Leute hier. Haarschleier, den kann ich hier. Mensch. Der Geralt, du. Oh, das könnte mal sein, dass wir auf die Ebene kommen, wo der weg ist, ne? Kann ich, soll ich von hier nach da rüber springen? Verstehe ich das richtig? Offenbar ja. Ist das richtig, wenn ich jetzt wieder runter bin? Na. Ja, ja, komm. Beruhigt euch, meine lieben Freunde. So. Das ist auch nichts Spannendes, haben wir auch nicht dabei. So, ich laufe jetzt mal ungefähr dahin, wo das laute Geräusch herkam. Hoffentlich finde ich da was anderes als verbackte Wölfe. Der ganze Ausflug soll sich auch lohnen. So einer. So einer hat er also Krach gemacht. Okay. So, haben wir das schon eingesammelt. Nun. Dahin. Das ist doch höchstwahrscheinlich der Turm. Dann gehen wir halt mal zum Turm und gucken uns die Sache an. Auf jeden Fall ein Portal. Ist ja klar. Der Turm ist aber überraschenderweise doch nicht gemeint. Gemeint ist ein Nest, ein Abhühnennest, ein Sirenennest, ein Monsternest. Halt. Ja. Oh, ich rutsche ab. Da. Umweltunfreundlich. Warum das denn? Kaputt. Kommt wieder alles mit. Wenn wir jetzt schon mal hier sind.